Ja, Leeds United und der SK Sturm Graz. Jeder spricht mit jedem, die beiden Clubs miteinander. Leeds United auch mit Ihnen. Toll, Kompliment. Für mich ist eine Sache wichtig, das ist meine Mannschaft heute am Platz konzentriert. Ich bin beim SK Sturm und dann, das ist das Wichtigste. Fokus ist nur da. Aber jeder sagt natürlich Championship, Leeds United, großer Name, große Ehre, da angefragt zu werden. Ich nehme an, die Reise wird schon eher Richtung nach diesen Spielen natürlich auch mit dem Fokus von Ihnen dorthin gehen. Das verstehe, das ist Ihre Aufgabe, dass Sie fragen das, aber mein Fokus ist da. Ich habe ein Angebot von denen gekriegt und das ist alles. Das bedeutet, ich bin Sturmtrainer. Ja, Sie bemerken, das Thema ist natürlich groß, es wird diskutiert. Wie haben Sie es geschafft, die Mannschaft davon fernzuhalten? Geht das überhaupt? Das ist Fußball, das ist normal, das wird diskutiert. Leute sitzen im Studio, die diskutieren, Leute schauen auch das, aber meine Mannschaft ist konzentriert. Ja, was sagen Sie da Ihrer Mannschaft? Die werden auch Fragen haben in diese Richtung. Wenn die fragen, werden Sie Leeds-Trainer? Ich habe mit meiner Mannschaft heute so wie mit Ihnen geredet, ganz klar. Für mich ist wichtig, was machen wir heute in 90 Minuten gegen Ried. Ja, für uns bei Sky ist es natürlich auch wichtig, wer kommt morgen zu Tocco und Tore? Sie sind fix zugesagt als Gast. Bleibt es dabei oder könnte es sein, dass Sie vielleicht woanders hin müssen, nach England? Ich hab Gewand vorbereitet. Für England oder für Wien, für unser Studio? Steht es in diesem Moment für Wien. Okay, aber es könnte sein, dass Sie kurzfristig... Wir können diskutieren bis morgen da. Jetzt haben wir ein wichtiges Spiel und das ist für mich wichtig. Ich verstehe auch, dass der Fokus bei Ihnen natürlich jetzt auf diesem Spiel liegt. Was erwarten Sie? Ihre Mannschaft so ein bisschen eine Wundertüte. Man gewinnt auswärts gegen Salzburg, verliert zu Hause gegen die Admira. Was wird heute drinnen sein? Okay, wir haben wirklich einige sehr gute Spiele geliefert diese Saison. Wir haben wenig Punkte geholt, das ist auch klar. Wir spielen auswärts leichter. Wir haben vielleicht dann mehr Platz. Zu Hause muss man irgendwie kontinuierlich dominieren und dann ist oft irgendwie das zu wenig. Aber wir haben sehr gut gearbeitet diese Woche. Ich denke, dass wir brauchen nicht viel, das kommen wir dort, wo wollen wir. Okay, wir sind gespannt und nach dem Spiel vielleicht wieder ein Richtungswechsel, Fokus in Richtung England. Vielleicht haben Sie dann mehr Geist auch für diese Fragen. Das war es einstweilen aus Ried und damit zurück ins Studio nach Wien. Danke, Darko Milanic.